Bea und Tim sind schon verheiratet und in den Flitterwochen. Auf Island lernt Tim Beas große Liebe kennen. Horseback. Reiten. Wenn du reiten willst, können wir mit der Schwester reiten. Du, wir. Also ich sitze daneben. Aber hier sind, also Island? Es gibt Isländer Ponys. Oh, toll. Süß. Ja. Das wäre schon so. Warte, warte, warte. Hundeblick. Ja. Gehen wir reiten. Irgendwann in diesem Leben, stimmt. Reiten ist einfach nicht mein Sport. Das war er nie und das wird er auch nie werden. Aber dem Herzenswunsch von Bea kann Tim nicht widerstehen. Dürfen noch gerne aufsteigen, Schatz? Ja. Auf so einem Tier zu sitzen, das gibt mir einfach gar nichts. Und das war wirklich was, das habe ich Bea zuliebe gemacht. Oh, elegant wie ein Elefantenbaby. Diese Reitkappe war deutlich zu eng. Ich habe heute noch eine Beule an der Stirn davon. Und dann bin ich schon übellaunig geworden, auf Dauer. Lieben lernen heißt auch, Kompromisse einzugehen. Und? Ja, ist nicht mein Sport. Kann ich nicht verstehen, wie jemandem das Spaß machen kann. Mit einem Tier in die Natur, es gibt nichts Teures. Ja, aber wir gehen dann mit einem Hund in die Natur. Ja. Ich glaube, Tim ist sehr gut darin, die Dominanz von Beate nicht überzubewerten. Ich glaube, das darf man auch nicht tun. Denn sonst fühlt man sich vielleicht untergebuttert oder überfordert. Und was sagt deine Bandscheibe? Ist alles in Ordnung? Das merkt er schon, dass das in den Rücken schlägt. Klar. Ich fand das total toll, dass Tim trotz seiner, ich sag mal doch eher Abneigung zum Reiten, aufs Pferd gestiegen ist, für mich durchgehalten hat und, ich sag mal, seinen Nörgeln auch wirklich gut im Zaun hielt. Oh, mein Rücken. Und ja, das war einfach schön, dass er Dinge eben auch mir zuliebe macht. Oh Gott. Siehst du, war doch gar nicht so schlimm. Das ist fürchterlich. Ich will meinen Motorrad haben. Oh, oh, oh. Alles gut? Auf dem Schlauch ausgerutscht. Hey. Bea hat gestrahlt und ich glaube, sie wird auf jeden Fall noch mal reiten gehen. Und ich schaue mir das dann an.